MDR Sachsen-Anhalt, das Radio wie wir und der SC Magdeburg mit dem Fan-Talk nach den Heimspielen des SC Magdeburg. Wir haben heute mitten in der Adventszeit uns gewünscht, dass doch das schön wäre, wenn die beiden letzten Spiele gewonnen werden und wir dann eigentlich eine relativ schöne Ausgangssituation für die Rückserie in der Tabelle haben. Und ich würde mal sagen, die erste Kerze brennt auf unserem Stollen. Wir haben Melsungen besiegt. Das war ein sehr, sehr umkämpftes Spiel. Das war spannend, das ging hin, das ging her. Da haben alle möglichen Leute eingegriffen, die auch eigentlich nicht eingreifen sollten. Und am Ende haben es die Jungs wirklich, ich glaube, mit der zweiten Führung im gesamten Spiel hingebogen und in der letzten Sekunde das Tor gemacht. Wir haben zu Gast hier heute, und ich möchte dafür nochmal einen extra Applaus, den Spieler der vergangenen Saison des SC Magdeburg gewählt von allen Menschen, die daran mitgewählt haben, Michael Damgaard. Der Mann, wo man immer mal gerne mal fragt, ist es mehr Genie oder ist es mehr Wahnsinn? Wie ist denn dein Spielfazit heute? Ich denke, die Genie. Nee, ich denke. Warte, du musst noch so lachen. Nee, ich denke nur, wir waren eine Mannschaft heute. Und diese Arena war heute Wahnsinn. Ich erkläre das, die Zuschauer fehlt ein bisschen, zum Beispiel gegen Hannover. Ich weiß, das war scheiße. Aber heute war das toll. Wirklich unglaublich. Wir waren hinter mit 4 Toren, glaube ich. Dann war ich da. Wir waren hinter mit 2 Toren in der Endung. Ich war da. Das freut mich wirklich. Dankeschön. Und das merkt man wie ein Spieler. Und ich denke, man konnte das sehen auf dem Feld heute. Das bedeutet, egal, wenn es auch mal wirklich richtig schlimm aussieht, es muss ja nicht immer ganz so schlimm wie gegen Hannover sein. Ich will nie wieder Hannover sagen hier an dieser Stelle. Aber trotzdem hilft es auf jeden Fall, wenn das Publikum dabei bleibt. Und das war heute auf jeden Fall der Anfang einer neuen Liebe zwischen Publikum und Mannschaft, möchte ich mal an dieser Stelle sagen. Ihr könntet jetzt klatschen, damit ihr das bestätigt. Das fände ich gut. Ich glaube, die ersten 6 Tore, das ist aus meiner Sicht auch ein Schlüssel gewesen zum Erfolg, die ersten 6 Tore waren von 6 unterschiedlichen Spielern. Das war schon besonders, weil normalerweise Damgaard, Weber, Weber, Damgaard, Damgaard, Weber, Weber, Damgaard, vielleicht mal eins von Musa. So, und heute ging das so durcheinander. War das ein Plan von vornherein? Ist das zufällig passiert? Nee, wir haben nur gut trainiert. Ich denke, jeden Leute hat gut gemacht. Und alle weiß, dass sie haben ganz viele Potenziale und sind sehr gut. So, wenn man hat dieses Vertrauen auf sein selber, dann mag man Tor. Und wir haben heute gespielt wie eine Mannschaft, habe ich auch gefehlt ein bisschen. So, aber wie gesagt, wir trainieren gut, da ist eine gute Atmosphäre auf die Mannschaft. Wir weiß, wir können gewinnen jedes Spiel. Und zu Hause möchte ich gewinnen jedes Mal. Blaue Karte, 2x2 Minuten. Wie hast du die Situation gesehen? Das war sehr unübersichtlich, auch für uns. Hast du da was mitbekommen rund um Beso? Ich sehe ein Schmunzeln an deinen Lippen. Kannst du es auch gleich mit erklären? Ja, aber ich muss nur sagen, Dankeschön für Marco, weil wir waren hinter mit 3 Toren, glaube ich. Und danach war die Halle da. Und wir waren da. Und alle waren wirklich an. So, das war. Ist das wirklich so, dass du uns jetzt erzählst, dass so eine unübersichtliche Aktion, wo man denkt, wie viel Ungerechtigkeit kann unserer Mannschaft zu Hause widerfahren, dass das am Ende sich in was Gutes umkehrt, in der Regel? Weiß ich nicht. Heute hat es auf jeden Fall zumindest geklappt. Torwartwechsel hat auch noch besonders was ausgemacht, aber das können wir jetzt alles mal so lassen. Ihr feiert nämlich mal an heute, ihr habt fünf Tage Zeit bis zum nächsten Spiel, glaube ich. Dann sehen wir uns hier wieder alle. Wie viel sind es denn doch? 26. So. Wir haben heute den 21. 2, 3, 4, 5, 6. 5 Tage. Oder? 4 Tage frei. Was macht dann da? Feiern die ersten 2? Nee, das ist Weihnachten und mein Essen nur. Wie machst denn du eigentlich Weihnachten? Nur mit meiner Familie ganz ruhig. Wir trainieren auch Weihnachtstag. So, wir haben trotzdem Fokus auf das nächste Spiel gegen Rhein-Neckar Löwen. Das ist 2 wichtige Punkte. Aber natürlich muss man ein bisschen Ruhe bekommen für seinen Kopf und alles und nur genießen. Geht ihr heute trotzdem weg? Nein. Wie ist denn das in Dänemark? Was ist denn ein typisches dänisches Weihnachtsessen? Ente. Auch Ente? Ja, und Fleischgestein natürlich. Und was? Das ist Schwein, aber ich glaube, ihr kennt nicht das. Das heißt Fleischgestein in Dänemark. Das kennen wir natürlich nicht. Nein. Das bedeutet, es kann durchaus sein, dass dann zum Weihnachtstraining ihr 3 Dänen auch mit einer kleinen Gänsekeule aus dem Mund, wie Max und Moritz rauskommen, hier auftaucht? Oder passt ihr wirklich auf beim Essen? Nein, ich habe immer eine Konkurrenz mit meinem kleinen Bruder. Wer da Kerstin essen meistens, so
letztes Jahr habe ich 3 Kilo gegessen, so ungefähr, so wir probieren nochmal dieses Jahr, aber natürlich gehe ich nicht auf die Uniklinik. In Deutschland heißt das Futterneid unter Brüdern, wenn man immer Angst hat, dass man weniger isst als der Bruder. Hast du schon alle Geschenke? Das hoffe ich. Naja, aber wann willst du das rauskriegen? Heiligabend oder was? Ja, aber ich habe schon probiert, das einmal, oh fuck, habe ich schon vergessen, aber ich glaube, das passt dieses Jahr. Wie machst du das mit deiner Freundin irgendwie? Bist du einer, der genau zuhört, wie so ein Mann, und sich dann Notizen über das Jahr macht? Das fand sie gut und das fand sie gut. Oder bist du so einer, der am 23. nach dem letzten Training um 17.32 Uhr irgendwie losrennt? Oh, Douglas, Parfüm, ich brauche irgendwas. Der ist ein Kämmerer, also natürlich bist ich ein Mann, aber wenn ich sitze zu Hause, sage ich, ich kann auch nur genießen die Weihnacht. Naja, aber hast du zugehört bei deiner Frau? Hast du das Geschenk für deine Freundin schon? Ja, natürlich. Ja, was kriegt sie? Was glaubst du selbst? Was wünschst du dir eigentlich zu Weihnachten? 2 Punkte gegen Rhein-Neckar Löwen. Okay, kein Problem. Das Ding ist, dass wir alle lediglich von der Tribüne aus was dafür machen können und ich weiß auch, dass sie das machen werden. Wenn es wirklich funktioniert, machen wir hinterher eine Schleife drum. Und ansonsten wünsche ich auf jeden Fall jetzt erstmal einen schönen Genuss für das Spiel. Haben Sie jetzt viel Spaß hier mit Autogrammen und Fotos, machen Sie das. Und ansonsten bitte weiter so. Hallo, ich bin dann auch schon verschwunden, wünsche fröhliche Weihnachtstage und wenn Sie jetzt noch können und Rhein-Neckar-Löwen-Karten noch irgendwo auftreiben sollten, was auch immer, kommen Sie auf jeden Fall hierher in die Arena. Ich gebe ab an die Pressekonferenz und ich glaube, Bennett Wiegert wird sehr, sehr viel Schönes sagen können. Ich bin dann verschwunden.